Und der erste Bürgermeister Wolfgang Back ist natürlich auch im Kurpark anwesend, um sein Bad Bocklet und natürlich den fränkischen Grillmeister zu feiern und zu suchen letztendlich. Und Sie haben spontan Ihre Stadt umbenannt. Ja, es war ein leichtes, aus Bad Bocklet dem Anlass entsprechend ein Bad Kotlet zu machen. Und ich denke, die Einheimischen sehen mir das nach, denn Bad Bocklet ist ja vor allen Dingen als Kurort prädestiniert dafür, für die Gesundheit der Menschen da zu sein, was zu machen. Und da gehört natürlich Speisen, Essen, Getränke dazu. Und wir wollen das heute hier im Park dokumentieren. Der Park ist umfunktioniert und ich denke, das passt auch hier. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir die erste fränkische Grillmeisterschaft hier austragen dürfen. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass das hier stattfindet? Ja, Freunde aus Münnerstadt, die haben einen Austragungsort gesucht, wo natürlich auch das Ambiente dazu passt. Mit unserem Park waren wir dafür prädestiniert. Ich habe denen natürlich spontan zugesagt, dass sie das bei uns hier machen können. Wir haben Platz für die Jury, wir haben die nötigen Räumlichkeiten dazu. Wir haben einen wunderschönen Kurpark, der toll gepflegt ist. Wir haben die Minigolfanlage nebenan. Also die Leute können hier Vergnügen haben und sich auch erholen. Ich habe jetzt auch im Hintergrund, hat man das vorhin hören können, eine kleine Band aus unserem Ortsteil Aschach. Die nennen sich Stressfrei. Es ist ein super Name, den sie sich da ausgesucht haben. Stressfrei, das passt in den Kurort, das passt zu unserem Park. Und unsere Gäste können sich hier stressfrei erholen. Für was steht denn Bad Bockler die restlichen 364 Tage im Jahr, wenn nicht gerade der Grillmeister gesucht wird? Ja, wir haben natürlich eine große Kureinrichtung am Berg oben. Wir sind ausgerichtet auf das Gesundheitswesen insgesamt der Ort. Wir haben sehr viele Fremdenbetten und natürlich viele kleine Häuser. Ein Haus, Präventionszentrum in Bad Bocklet ist sehr bekannt, 450 Betten. Die haben im Übrigen auch jetzt in Bad Kissingen ein weiteres Haus dazu erworben, die Recuro. Und die machen sehr gute Arbeit. Hohe ärztliche Kompetenz ist vorhanden. Und wir haben uns verschrieben, vorne auf dem Brunnenbau steht es auch, von Baldassan Neumann sind die Anlagen geschaffen. Der hat damals schon draufgeschrieben, für das Wohl der leidenden Menschheit. Da haben wir uns verschrieben, das ist unser Auftrag. Wir als Kommune haben die Kur vom Freistaat Bayern vor 10 Jahren übertragen bekommen, das operative Geschäft, und müssen natürlich jetzt auch sehen, dass wir das für was Vernünftiges daraus machen. Unser Bestreben ist natürlich, die Gäste hier vernünftig und gut zu betreuen, ihnen gesundheitlich wieder auf die Füße zu helfen und natürlich auch das Umfeld dazu, ja, muss passen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Sie haben Bad Kissingen schon angerissen. Das ist natürlich Fluch oder Segen, wenn man so eine bekannte große Kurstadt gleich nebenan hat. Also für uns absolut ein Segen. Wir arbeiten sehr eng im Bäderland Bayerische Rhön zusammen, eine Arbeitsgemeinschaft der 5 Bäder, der 5 Nordbayerischen. Die durfte ich vor 9 Jahren mitgründen. Und für uns ist Bad Bocklet nicht denkbar ohne Bad Kissingen. Wir brauchen Bad Kissingen. Ich darf in dem Zusammenhang auch sagen, ich gebe, soweit ich es in meiner Macht steht, jede Möglichkeit oder jede Unterstützung, dass auch das Thema Steigenberger in Bad Kissingen endlich gelöst wird. Wir werden gemeinsam vorstellig werden bei der Bayerischen Staatsregierung, um hier Bad Kissingen entsprechend zu unterstützen. Weil wenn es Bad Kissingen schlecht geht, geht es dem Umfeld auch schlecht. Und wir arbeiten sehr gut zusammen. Also das möchte ich betonen. Postkutsche muss natürlich gerettet werden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Sie fährt ja täglich in der Saison von Bad Kissingen nach Bad Bocklet oder zu Schloss Aschach. Und das müssen wir aufrechterhalten. Da darf es eigentlich keine Diskussionen auch nicht in Bad Kissingen geben. Vielen Dank, Herr Back.